bin ganz glücklich, dass ich dich wieder hab. Was soll das jetzt? Ja, du hast rot, Digga. Bleib stehen, Mann. Fahrradfahrer! Oh nein, Polizei! Guten Morgen, YouTube. Was geht? Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's blendend. Das Wetter ist ein bisschen komisch, aber es soll nicht regnen. Von daher fahren wir ein bisschen durch die Gegend. Die letzten Tage noch genießen, bevor mal wieder eine Regensaison beginnt. Im Übrigen habe ich soeben meine Kette neu geölt. Also sauber gemacht und geölt. Da ich erfahren habe, dass man das alle 1000 Kilometer sowas machen sollte. Bei mir wurde es das letzte Mal gemacht mit 7500, als ich das Bike gekauft habe. Ganz kurz, aktuell haben wir 12700. Also ich bin nur 4000 Kilometer über dem Saubermachen der Kette. Aber hey, es funktioniert alles. Nichts ist kaputt. Sie ist noch ganz. Von daher passt es. Ansonsten habe ich heute noch den Roller sauber gemacht, weil ich nichts zu tun hatte den ganzen Tag lang. Das ist so schlimm, wenn ich nicht arbeite. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Vor allem unter der Woche, wo halt niemand ansonsten Zeit hat, weil alle arbeiten außer mir. Also habe ich mich entschieden, ich mache den Roller sauber. Ich habe es bereut, als ich auf dem Weg dahin war, weil es so ewig lang dauert, mit dem Roller irgendwo hinzukommen. Also die 45 km/h, die man da rumtrudeln kann, das, ja, es ist halt nicht mehr zeitgemäß, sagen wir es so. Du kannst nicht in der Stadt mit 45 km/h rumfahren, das geht nicht. Von daher bin ich auch ziemlich glücklich, dass das Bike wieder da ist. Ja, ja, genau. Ich bin ganz glücklich, dass ich dich wieder habe. Mit was schlage ich gerade wo drauf? Ich habe keine Ahnung. Hoffentlich nicht mit der GoPro irgendwo. Aha, sind wir auf dem Handy. Das habe ich gesehen. Ihr habt das bestimmt nicht gesehen, weil die GoPro halt links ist. Aber ich habe es gesehen, wenn wir schon beim Thema GoPro sind. Ich habe auch geplant, die hier vorne hinzumachen. Ich glaube, ihr seht jetzt nicht, wo meine Hände gerade sind. Aber ihr wisst schon, da und unterm Visier in der Mitte halt, wo es auch viele drauf haben. Das Problem daran ist halt bei meinem aktuellen Helm, der hat so viele Kanten, ne? Und so kleine Flächen, wo ich nichts anständig aufkleben kann. Aber ich dachte mir eh schon, bald einen neuen Helm zu kaufen. Von daher schauen wir mal. Ist gut möglich, dass ich jetzt die Location dann abändern werde. Einfach aus dem Grund, dass wenn sie vorne ist, seht ihr halt auch das, was ich sehe. Wenn sie jetzt links ist, ihr seht nicht, dass rechts vielleicht aktuell jemand neben mir fährt. Außer ich drehe halt meinen Kopf komplett hin. Digga, weißt du nicht, was ein grüner Pfeil bedeutet? Ich könnte kurz erzählen, was vielleicht für die Zukunft ein bisschen geplant ist. Und zwar kommt vielleicht, inshallah, wenn alles gut läuft, ein Auto. Was für ein Auto es wird, müssen wir dann noch sehen. Oder ob es überhaupt ein Auto wird, müssen wir an sich schon mal sehen. Aber aktuell sieht es so aus, als ob ich mir ein Auto kaufen will. Ich weiß, die Leute denken sich jetzt, Bro, du willst einen Führerschein machen, du willst ein neues Bike kaufen und jetzt willst du noch ein Auto kaufen. Hast du im Lotto gewonnen? Und da kann ich euch beruhigen. Nein, ich habe nicht im Lotto gewonnen. Und wenn ihr das Auto seht, was ich kaufen werde, ich werde euch leid tun dafür. Die Sache ist aber einfach, dass ich für den Winter und für schlechte Tage brauche ich irgendwas. Es ist mir so egal, was es ist, man solange es TÜV hat. Was soll das jetzt? Und jetzt? Digga, Digga, Digga. Also, meine Ansprüche an das Auto sind ein TÜV und es sollte laufen. Das ist alles, was ich von dem Auto aktuell brauche, weil ich einfach zu viel Spaß auf dem Bike habe, als dass ich ein Auto brauche, mit dem ich Spaß haben kann. Natürlich wäre es geil, ein AMG zu haben oder Traumauto S2000, aber es ist halt nicht so wichtig aktuell. Das Wichtige am Auto wäre, dass es an sich ein Auto ist. Oh Mann, Zickzack, warum ist denn hier so viel los? Ah, der GTI TCR, Digga, der ist geil. Anders frisches Auto. Sieht einfach komplett übertrieben aggressiv aus, Mann. Und wenn ich mich recht erinnere, hat der keinen elektrischen Begrenzer drin. Also der gibt Gas, bis es physikalisch und technisch nicht mehr weitergeht. Zumindest der, den ich mal gefahren bin. Ey, ich verfehle so oft den zweiten Gang in letzter Zeit, Mann. Oh, das ist dieser hässliche BMW, Digga. Digga, BMW, warum hat man sowas gemacht, Mann? Ich bin so ein Idiot. Ich bin extra, bevor ich losgefahren bin, nochmal nach Hause gegangen, weil ich meinen Geldbeutel und sowas gebraucht habe, falls ich tanken muss oder so. Ich habe einfach keine Maske dabei. Manchmal tut's weh, wenn man so dumm ist wie ich. Ja, Digga. Ja, du hast rot, Digga. Bleib stehen, Mann. Weiß, wollte einfach über rot gehen. Was für ein Hund, Digga. Ich fahre auch nicht über Rot, weißt? Ich warte. Gestern hat übrigens Bayern gewonnen in der Champions League. So wie ich es mitbekommen habe, war die komplette Leopold am Feiern. Und ich war einfach nicht dabei. Ich war einfach zu Hause und habe geschlafen. Gar keinen Bock hatte ich mehr zu fahren.
alter Beamer. Irgendein M sogar. Digga, warum hupen so viele Leute heute? Ist das ein echter M? Ich glaube schon. Ich glaube, die M-Bremssättel haben nur echte Ms. Aber hat keine gelochten Bremsscheiben. Ist das normal? Zwei Auspuffrohre ist auch nicht normal für ein M, oder? Sehr interessant. Sehr interessant. Werden wir jemals erfahren, ob es sich bei diesem Fahrzeug um ein echtes M-Mobil der Bayerischen Motorenwerke handelt. Das und noch viel mehr sehen Sie im nächsten Part der Freitag. Ist das das Mittwochsvideo? Nee, das ist das Freitagsvideo. Am Montag. Am Montag werden Sie erfahren, ob es sich hierbei um ein echtes M-Fahrzeug handelt oder nicht. Bis dahin können Sie gerne Ihre Antworten in die Kommentare schreiben. Ja, sieht schon ziemlich M-mäßig aus mit schwarzem Kühlergrill und sowas. Da ist eine doppelte durchgezogene Linie, Bruder. Was versuchst du eigentlich, Mann? Ich war schon echt lange nicht mehr auf der Maximilianstraße, fällt mir gerade ein. Carspotter sind da und das ist immer gut. Ich habe nicht erwartet, dass der mich noch grüßt. Dafür hätte der Bus ein bisschen mehr Platz machen sollen. Fährt auch irgendjemand da vorne oder chillen wir einfach heute ein bisschen? So Jungs, was habt ihr heute den ganzen Tag gemacht? Ach, gar nichts. Bisschen Eier gechillt. Dies, das, Ananas. Was wollen denn alle nach links abbiegen? Wisst ihr was? Gibt's da was umsonst? Fahrradfahrer! Ich hab die gesehen. Die Dame soll keine Angst haben, dass sie überfahren wird. Bitteschön. Gar kein Problem, Kinder. Ja genau, zeig aufs Bike drauf. Aber nicht mit dem Finger auf etwas drauf zeigen. Sowas macht man nämlich nicht. So, Carspotter, warum seid ihr jetzt hier gewesen? Bis jetzt noch gar nichts. Ja, genau, Fahrrad, fahr einfach so rüber, Digga. Juckt dich nicht, gell? Okay, dann AMG, ein Rolls-Royce. Noch ein Rolls-Royce. Sogar mit RR als Kennzeichen. Ja, okay, drei Autos oder vier, was es jetzt hier war. Maximilianstraße hält sich halt noch ein bisschen bedeckt. Ich fahre eigentlich gar nicht hier hin, ich fahre eigentlich weiter gerade aus. Also es waren schon Autos da, die Sache ist halt, man ist halt irgendwann gewohnt, so ein AMG und sowas zu sehen, obwohl die Dinger halt auch brutal teuer eigentlich sind und dies, das, Ananas. Oh nein, Polizei! Interessieren die sich für mich? Juckt die kein Stück, Digga? Oh nein! Oh nein! Amana Zickzack, Mann! Oh, ist das angenehm, Maschallah. Das war fast schon wert, über Pflastersteine zu fahren. Komm, Omi, das schaffst du noch. Ah, YouTube, komm, hau mal rein. Ich fahr jetzt nach Hause. Ich bin müde, ich bin ein bisschen hungrig. Ich bin ein bisschen durstig und vielleicht muss ich auch ein bisschen aufs Klo. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da und abonniert diesen Kanal. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, bleibt mir gesund und yalla.